somebody! Help! Air Company! Schul! Dach! Wrestle! Fiat! Formation und Air Company! Zur Meldung! Rechts! Schaff! Herr Landeshauptmann, Bataillonskommandant Major Paulat gemeldet. Bundesstandarte, Bundesfahne, Ehrenkompanie Brixleck, die Landesfahne der Traditionsverbände, vom Schützenbataillon Innsbruck, Bataillonstandarte samt Fahne der Bodenringer, sowie die Musikkapelle Breitenbach zum Landeshymnenempfang anlässlich der Feier Hohen Frauentag angetreten. Ich versuche sie nach Abspielen der Landeshymne die Front abzuschreiten. Herzlichen Dank. Dankeschön. Formation und Eckkompanie, gut! Sehr geehrte Damen und Herren, geschätzte Festgäste, ich begrüße Sie im Riesensaal der Kaiserlichen Hofburg zu Innsbruck zur heutigen Verleihung von Auszeichnungen des Landes Tirol. Herzlich willkommen. Bitte begrüßen Sie zum Einzug der Landesregierungen den Landeshauptmann von Tirol Günter Platter, den Landeshauptmann von Südtirol Dr. Arno Kompatscher mit den Mitgliedern der Landesregierungen, den Präsidien des Tirol und Südtiroler Landtages und den Landesamtsdirektor. Thank you.
bitte nun den Landeshauptmann von Tirol, Herrn Günther Platter, für seine Festansprache auf die Bühne. Hohe Geistlichkeit, geschätzter Kollege, lieber Landeshauptmann Arno Kompatscher, werter Landtagspräsident, Landtagspräsidentin, Regierungsmitglieder aus Nordost- und Südtirol, Frau Bürgermeisterin, meine sehr geehrten Damen und Herren. Der 15. August ist eigentlich einer der schönsten Tage im Jahr, insbesondere für einen Landeshauptmann, wenn man herausragende Persönlichkeiten von Südost- und Nordtirol gemeinsam auszeichnen kann. Und ich möchte zuerst für die Komposition sehr herzlich danken, Martin Anton Schmid, herzlichen Dank dafür. Mein Gott, na, dass das jetzt nicht so funktioniert hat mit der Einspielung. Das ist immer so, ist total menschlich. So eine funktioniert und sondern einmal weniger. Aber ich glaube, man sieht schon auch damit wieder, welche großartigen Musikantinnen und Musikanten, Komponisten wir in unserem Land Tirol haben. Und da sind wir natürlich sehr stolz darüber. Lieber Komponist, herzlichen Dank für diese Komposition. Ja, den Musikanten natürlich auch, aber sind Musikantinnen schon auch immer wieder eingebunden, weil wir einfach alles zu bieten haben in unserem Land Tirol. Aber das Schönste für mich auch an diesem heutigen Tag ist, dass es schon zur Tradition geworden ist, dass wir gemeinsam diese Verdienstmedaillen verleihen mit meinem Kollegen Arno Kompatscher, mit den Regierungen. Das ist ein sehr wesentliches Signal. Gestern waren wir auch schon unterwegs, lieber Arno, wir sind wandern gegangen, grenzüberschreitend oder grenzüberwindend, wie das der Arno Kompatscher immer sehr gerne sagt, und zwar von Reschen bis nach Graun. Und wenn man fragt, ja, warum macht ihr das eigentlich, da gibt es eigentlich zwei Botschaften. Weil wir gemeinsam gerne am Berg sind. Wo ist denn schöner als wie in den Bergen Tirols, dabei meine ich Gesamt-Tirol. Und die zweite Botschaft ist, weil wir die Zukunft in Europa sehen, in den Regionen Europas, und da ist gerade die Europaregion Tirol ein Vorbild. Und wir bemühen uns eigentlich tagtäglich darum, wir werden also nächsten Sonntag auch in Alpbach sein, Botschaften nach außen zu geben, warum es eigentlich gescheit ist, dass diese Europaregion Tirol, Trentino, Südtirol, Ost- und Nordtirol intensiv zusammenarbeiten. Wir müssen in der Verkehrsfrage noch wesentlich mehr zustande bringen. Wir sind dabei, dass der Schüleraustausch dementsprechend funktioniert, Lehrerinnen- und Lehreraustausch, aber auch im Bereich der Wissenschaft und Forschung gehen wir gemeinsame Wege. Auch im Bereich der Naturgefahren haben wir ebenfalls Vereinbarungen geschlossen. Auch in der Öffentlichkeitsarbeit wird es einiges geben, damit wir einfach den Menschen sagen, das ist unser gemeinsamer Kulturraum. Und lieber Arno Kompatscher, herzlichen Dank dafür, dass wir hier eine ganz besonders gute Zusammenarbeit haben. Der Herr Prälat und Abt Raimund hat bei seiner Predigt heute gesagt, und dafür meinen herzlichen Dank, dass wir in einem schönen Land leben. Ich glaube, das ist unbestritten, dass wir eigentlich ein Privileg haben, in so einem Land leben zu können. Und ein Privileg ist es letztendlich auch, dass wir in Frieden leben können, dass wir in Freiheit in unserem Land leben können. Wir haben seit 70 Jahren haben wir einen Frieden. Wenn man sich anschaut, andere Teile der Welt, wo es Krieg, Terror, Chaos gibt, kann man es nicht hoch genug einschätzen, dass wir in einem Land leben können, wo wir einen Frieden haben, wo die Freiheit gegeben ist. Und letztendlich ist das aber auch eine Verantwortung, dieses Glück, dieses Privileg, das macht jene Menschen, die aus Kriegsgebieten. Ich bitte nun den Landeshauptmann von Südtirol, Herrn Dr. Arno Kompatscher, für seine Festansprache in das Rede. Hohe Geistlichkeit. Geschätzter Kollege Landeshauptmann Günther Platter, geschätzte Mitglieder der Landesregierungen, der Landtage, Verantwortungsträgerinnen und Träger,
in Tirol. Und wenn ich Tirol sage, meine ich immer Gesamt-Tirol. Sehr verehrte Festgäste, aber vor allem geschätzte zu Ehrende. Es ist eine schöne und inzwischen auch doch lange Tradition, dass wir am Hochfrauentag diese Ehrung gemeinsam vornehmen, als auch Gesamt-Tiroler Ehrung. Die Ehrung von verdienten Persönlichkeiten, die für unser Land in den verschiedensten Bereichen, ob das die Kultur ist, die Bildung, Soziales, der Zivilschutz, Sport und vieles andere mehr, in diesen verschiedensten Bereichen Großes geleistet haben, mehr geleistet haben, als ganz einfach Dienst nach Vorschrift zu tun. Und es ist für uns jedes Jahr eine große Freude, hier Menschen dafür auszeichnen zu können und damit auch ihren Vorbildcharakter hervorstreichen zu können, in ganz besonderer Weise. Der Mensch für sich allein vermag gar wenig. Nur in der Gemeinschaft mit den anderen ist und vermag er viel. Arthur Schopenhauer hat das gesagt. Und ich denke, das passt sehr gut zur heutigen Veranstaltung. Das passt aber in ganz besonderer Weise zum Gemeinschaftssinn, der die Tiroler besonders auszeichnet. Ich bin vor einigen Wochen im Parlament in Rom gewesen, bin angehört worden, weil es eine Sonderkommission gibt, die den Stand der Autonomien einmal untersuchen soll. Es gibt in Italien ja mehrere davon, die Südtiroler ist eine ganz besondere, aber es gibt daneben noch andere. Und da ist die Frage aufgeworfen worden, warum das in Südtirol so gut funktioniert. Allein die Umsetzung, 188 Durchführungsbestimmungen sind erlassen worden seit 1972. Sizilien, das eine ähnliche Autonomie auf dem Papier zumindest hat, dort ist keine einzige Durchführungsbestimmung erlassen. Man hat mich dann gefragt, der Präsident, wie ich das erklären könne. Und ich habe geantwortet, das ist ganz einfach. Das sind die Tiroler. Wir haben immer den Wunsch und den Willen gehabt, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Wir wollen Verantwortung übernehmen. Das gilt für das Land Tirol und das ist historisch so gewesen, wenn wir zurückdenken, und zwar Gesamt-Tirol. Das gilt aber auch für die Menschen, für die Tirolerinnen und Tiroler, die die Dinge selbst in die Hand nehmen, die Verantwortung übernehmen. Und nicht nur für sich, sondern auch für die anderen. Das ist der Unterschied, das ist eine besondere Tiroler Eigenart. Dieser Gemeinschaftssinn, der drückt sich auch aus in diesen vielen, fast unzähligen Vereinigungen, Organisationen, die in all den Bereichen wirken, sodass die Lebensqualität in unserem Land auch eine ganz besondere ist. Das vermag Politik alleine, Wirtschaft alleine, das mag die beste Regelung nicht zu erreichen. Dazu braucht es die Menschen, Menschen wie Sie, die dieses Stück Land, dieses besondere Stück auf der Erde noch lebenswerter machen, noch schöner machen. Und ich denke, wir stehen heute, und Prälat Schreyer hat es in seiner Predigt heute gesagt, auch wieder vor besonderen Herausforderungen. Und es soll auch an einem solchen Tag nicht unerwähnt bleiben. Das ist die Migrationsbewegung, das ist die Frage der Flüchtlinge. Und auch hier gibt es viele Menschen, und ich darf das auch im Namen der Südtiroler Landesregierung in diesem Fall sagen, die freiwillig, ehrenamtlich, spontan auch hier gezeigt haben, aus welchem Holz die Tiroler geschnitzt sind und was vor allem auch das Menschenbild ist, das wir in Tirol haben, das auf den christlichen Grundwerten beruht. Und es geht eben um die Caritas, wie sie heute auch in der Predigt genannt worden ist. Und das ist eben das, was unser Land ein Stück weit anders macht, als es viele Länder auf der Welt sind. Und deshalb auch von meiner Seite gemeinsam mit dem Kollegen Landeshauptmann Günter Platter Dankeschön, deshalb heute diese Auszeichnung, diese Ehrung. Und ich schließe mich den Bitten an,
machen wir so weiter, machen Sie so weiter. Das ist die beste Art, unserem Land Tirol zu dienen. Wir wollen gemeinsam, Schritt für Schritt, daran arbeiten, dass wir auf diesem europäischen Weg auch immer näher zusammenrücken, hier, und dass wir diese Grenze Schritt für Schritt wirklich überwinden und in Vergessenheit geraten lassen. Das tun wir auch, indem wir solche Veranstaltungen gemeinsam machen und indem wir gemeinsam auch unsere Lebensart, unsere Tiroler Lebensart auch in dieser Form zeigen. Dankeschön für das, was Sie geleistet haben. Dem die Ehre gebührt. Diese alte, bekannte Redensart dient heute immer wieder dazu, besondere Anerkennung und Hochachtung auszudrücken. Persönlichkeiten unseres Landes, die diese Ehrung in besonderem Maße verdienen. Heute gebührt Ihnen diese Ehre. Heute am Hohen Frauentag zeichnen das Land Tirol und Südtirol Persönlichkeiten aus, die sich um ihre Heimatländer besonders verdient gemacht haben. Mein besonderer Willkommensgruß gilt deshalb allen Auszuzeichnenden mit ihren Familienmitgliedern. Auszeichnen mit der Verdienstmedaille des Landes dürfen wir heute auch für Verdienste um die Traditionspflege, im Besonderen für den Kaiser Schützenbund Tirol aus Serravalle, Herr Graziano Simonini. Ehren dürfen wir heute auch für Verdienste um die Blasmusik aus Kirchdorf in Tirol, Herrn Anton Sinnesberg.